Herzlich willkommen auf dem Software Architektur Summit hier in Berlin. Mein Name ist Sebastian Mein und neben mir sitzt der Michael Plöth. Hallo Michael. Hallo Sebastian. So, schön, dass wir uns wiedersehen. Ja. Und du hältst hier ja einen ganzen Halbtages-Workshop über das Präsentieren. Richtig. Dabei hast du mich gerade daran erinnert an eine Episode, die, um ehrlich zu sein, ich über eine lange Karriere fast vergessen hatte. Deine erste Präsentation fand auf einer JAX oder WJAX statt und ich warf dich ins kalte Wasser. Ich habe jetzt noch ein schlechtes Gewissen. Ach, genau. Ja, das war im Jahr 2006 müsste es gewesen sein. Ich hatte davor immer als Autor fürs Java-Magazin Artikel geschrieben rund um Persistenztechniken. Yeah. Hibernate war damals voll angesagt und ich hatte einen Vortrag eingereicht für die JAX. Der ist angenommen worden und den habe ich mit ganz viel Vorlauf und Mühe und Genauigkeit vorbereitet, habe den ein paar Mal geübt dafür, sollte meine erste Konferenzpräsentation überhaupt sein. Und dann bist du auf mich zugekommen während der Konferenz. Ja, genau, während der Konferenz. Hey Michael, ein Referent ist ausgefallen. Kannst du den Vortrag in 1,5 Stunden oder sowas übernehmen? Ich habe keine Folien zu dem Thema. Wenn du vielleicht das Slide Deck hättest zu dem Thema, könnte ich vielleicht mir das anschauen und krieg das hin. Und dann hast du Folien vom Ganztagesworkshop zu dem Thema herangekarrt, die ich mir angeschaut, saß in dem Speakerraum in der Vorbereitung, habe dann mal geschaut, wo das ist. Und das war dann in der größten Halle von der JAX, auf der größten Bühne. Mhm. Und ich habe mir gedacht, verdammt, ach, was hast ganz du gleich deine Kragenweite. Genau, erster Konferenzvortrag, es sollten dann an die 500 Leute oder so im Publikum zu dem Thema sein. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wie wird das wohl enden? Ende der Geschichte, es lief eigentlich ganz gut. Wir haben zusammen ganz offen kommuniziert. Erster Konferenzvortrag überhaupt, 1,5 Stunden Vorbereitungszeit. Es endet entweder in einem Desaster oder es wird ganz okay. Also wird ein literarisches ein Auslaufspiel, wurde super, wurde dann am Schluss sogar besser bewertet wie mein ursprünglich vorbereiteter Vortrag vom Publikum. Ja. Genau, das war unsere Geschichte zum Thema Präsentieren. Und seitdem hast du dich ja ziemlich spezialisiert auf das Thema Präsentieren. Du hast vielfältige auch auf der JAX, WJAX Vorträge gehalten über, wie macht man gute Präsentationen. Mhm. Jetzt hier ein ganzer Workshop, speziell für Architekten. Ich fange mal so an. Wir sind ja alle als Menschen rationale Tiere, das heißt, ich muss eigentlich den anderen Leuten nur ganz rational beschreiben, was ich da tue und das war's. Wozu die Kunst des Präsentierens? Naja, ich sag mal so, die Rationalität ist es halt nicht nur, sondern wir müssen ja Leute irgendwie mitnehmen. Und wir können das da komplett im rationalen Bereich bleiben. Was sind denn für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Stakeholder die richtigen Argumente? Mhm. Ja, was kommt es denn darauf an? Wie ticken die? Wie sind die drauf? Und ich sage immer wieder, der wichtigste Teil oder der wichtigste Skill für Architekten ist Kommunikation mit verschiedenen Stakeholdern, und zwar stakeholdergerechte Kommunikation. Mhm. Ja, ich muss mit Entwicklerinnen anders reden wie mit Leuten aus dem Senior Management. Ja, die einen sind durch Technik getrieben, lösen anspruchsvolle technische Probleme. Andere sind vielleicht zu Fragestellungen wie Budgets, Staffing, Unternehmensstrategie etc. getrieben. Was wir schaffen müssen, ist durch Kommunikation die Sachen irgendwo in einen Einklang zu bringen, dass am Schluss Systeme rauskommen, die einen Mehrwert liefern. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man gut in der Lage ist, zu verschiedenen Zielgruppen anständig kommunizieren zu können. Ja, und was halt häufig der Fall ist, dass wir Sachen, Ideen präsentieren. Deshalb schadet es nicht, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Das heißt aber, wie du gerade sagst, du stellst dich auf unterschiedliche Kontexte, auf unterschiedliche Stakeholder ein. Aber auch hier wiederum zum Thema Rationalität. Inwiefern ist es, ich frage mal so, inwiefern ist es fast eine Marketingaufgabe, dass die Leute auch emotional ein Stück weit abholst? Natürlich. Ja, ich sag mal so, das sollte man halt überlegen, ja, wie die einzelnen Leute ticken. Es gibt Leute, die sind ganz knallhart auf Zahlen, Fakten, Daten unterwegs. Andere Leute erreiche ich damit aber nicht. Die wollen, dass sie irgendwie mitgerissen werden, dass eine bestimmte Emotionalität mit dabei ist. Das könnte man natürlich sagen, wir arbeiten nur völlig binär. Wir machen entweder nur emotional, nur Datenfakten. Ich glaube, beides ist falsch. Ja, man muss das Ganze wohl ausbalancieren, aber dann zählt noch ein weiterer Aspekt mit rein, das ist die persönliche Glaubwürdigkeit. Ja. Inwiefern bin ich denn bei einem bestimmten Thema überhaupt auskunftsfähig, glaubwürdig?
Ja, wie gehe ich denn damit um? Ja, wir werden immer wieder Fragen bekommen während so einer Präsentation, die wir einfach nicht beantworten können. Mhm. Ja, wo wir einfach auch die falschen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen sind. Und darauf sollte man sich einstellen. Ja. Es läuft eigentlich auf Aristoteles runter. Der redet von Ethos, Pathos und Logos. Ja, und es muss quasi genau aus diesen drei Facetten eine wohlgewählte Balance sein, die aber natürlich auf eine bestimmte Zielgruppe hin reflektiert ist. Das heißt, und wie lege ich los? Ich klappe einfach das PowerPoint oder das Keynote auf und schmiede Folien. Nee, natürlich nicht. Ich halte ehrlich gesagt diese ganzen Präsentationstools für völlig überbewertet. Das ist auch was ich in dem Workshop sagen werde. Arbeitet eigentlich analog bis zum Schluss. Ja, bis ganz zum Schluss. Das heißt, entwickle den Gedanken vor den Augen des Publikums. Genau, arbeitet, ich sage mal in der Vorbereitungsphase jetzt, meine ich. Schmeiß mal die ganzen, ich sage immer wieder so mit einem Augenzwinkern, die ganzen Blechdeppen in die Ecke. Die ganzen Laptops und Computer und das ganze Zeugs. Nehmt einfach ein Stück Papier und überlegt mal, was wollt ihr denn erzählen? Vor wem redet ihr eigentlich? Und was ich in dem Workshop halt transportiere, ist, da gibt's, das funktioniert für mich relativ gut. So, das sind 5 ganz einfache Schritte. Erstmal überlegen, vor wem präsentiere ich? Dann einmal so eine Materialsammlung, Argumente bauen, eine Story bauen. Und erst danach, im letzten Schritt, geht's in Richtung des Foliendesigns. Ja, sogar der ist, ich sage jetzt mal, durchaus optional. Ich habe mal mit ein paar so klassischen Strategieberatern in ein paar Projekten gearbeitet. Das ist ganz häufig erlebt, die haben Folien einfach auf Papier gezeichnet. Ja, die waren super busy, die Leute. Folien auf Papier gezeichnet, eingescannt, an ein Grafikdesignbüro geschickt und die haben das ganze PowerPoint geklimpert dann gemacht am Schluss. Also sieht man mal, wie wichtig das eigentlich ist im Vergleich zu einer guten Storyline, zu einer guten Argumentation etc. Ehrlich gesagt, das ist unwichtig. Ist auch völlig egal, was man jetzt als Tool präferiert. Ob jetzt die einen Keynote nehmen wollen, die anderen PowerPoint, die anderen LibreOffice. Völlig egal. An der Toolwahl scheitert keine Präsentation. Dann trotzdem aber nochmal, das ist gesagt, genau, Vorbereitung auf Papier, ganz analog. Die verschiedenen Stadien, die du gerade genannt hast. Mich würde aber dennoch interessieren, ich meine, diese ganze, ich sag mal, Präsentationswelt hat uns ja doch sozusagen geführt in eine Welt, wo ein Vortrag sehr standardisiert ist. Ja? Jetzt könnte man sagen, was wäre eigentlich, wenn du jetzt komplett offen bist? Du sagst, okay, du stellst hier verschiedene Stakeholder ein. Vielleicht verhält sich aber auch der Stakeholder, auf den du dich vorbereitet hast, überraschend anders als von dir erwartet. Eine fertige PowerPoint oder Keynote-Präsentation erlaubt dir jetzt möglicherweise gar nicht so stark zu variieren. Wie gehst du damit um? Ich sag mal so, da kann ich eine Geschichte von einem Chef von vor ganz, ganz langer Zeit erzählen. Da war ich noch Festangestellter bei einer Bank. Und das war auch in der Zeit, wo wir uns kennengelernt hatten. Und was der manchmal bei so Sales-Pitches zum Spaß gemacht hat, wenn er nicht ganz so überzeugt war von einem bestimmten Vendor, der ist im Vorfeld immer hergegangen, hat die Lampe aus dem Beamer rausgeschraubt. Und dann gesagt, tut uns leid, der Beamer ist kaputt, aber Sie können doch das sicher am Flipchart erzählen. Oder aus dem Stegreif, lassen Sie ihm was einfallen. Wenn man sich gut darauf vorbereitet, dann ist man gar nicht mehr so, also ich sag mal so, oder wenn man den Fokus der Vorbereitung auf Argumentation, Storyline etc. legt, ist man dann beim Referieren später auch nicht mehr so abhängig von einer, ich sage mal, von einem bestimmten Slide-Deck, weil es gibt doch nichts Öderes, wie irgendwelche Leute, die Bullet Points von Slide-Decks vorlesen. Die Leute im Publikum lesen schneller, wie wir reden können. Und niemand will einen Staccato-Vortrag hören. Also das heißt, es muss eigentlich immer nur Unterstützung sein. Und an der Stelle, wenn man das quasi gut vorbereitet hat, kann man sagen, ja, okay, kein Problem, gib mir einen Flipchart und ich mache das da oder eine Moderationswand oder man hält ganz aus dem Stegreif. Ich habe in letzter Zeit sehr stark angewohnt, auch so an Flipchart-Skills ein bisschen zu arbeiten. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr lohnenswerte Investition, dass man sich mal überlegt, wie ist denn da meine Handschrift, wie gestalte ich sowas, wie baue ich sowas ein und das ist nochmal so ein zusätzliches Add-on halt, aber generell steht die Argumentation. Wenn man die hat, dann läuft das in der Regel. Wie siehst du selber den Return on Invest? Jetzt sage ich nochmal, ich bin in einem Projekt und irgendjemand sagt, kannst du mir in zwei Tagen nochmal das und das irgendwie darstellen? Die Frage ist einfach nochmal sozusagen, wie quick and dirty? Ja? Also wie wichtig ist es vielleicht trotzdem sehr profund, in dem von dir genannten Sinne, die Argumentation, die Story etc. vorzubereiten? Ab wann lohnt sich das? Weil der Aufwand ist groß. Nein, es kommt darauf an. Das ist genauso wie das ist ein Training, das ist eine Übung, muss ich sagen. Ja, das sind, man automatisiert irgendwann einfach
bestimmte Abläufe. Ja, dass man sich einfach im Kopf die richtigen Fragen stellt. Mhm. Wer ist es? Was wollen die hören? Okay. Was sind deren Ziele? Ja. Wie ticken die? Ja. Schritt 2, was sind die wichtigen Themen? Was sind die Argumente? Und üblicherweise ist es ja so, dass wir zu einem bestimmten Thema spruchfähig sind, wenn wir gefragt werden, sowas zu präsentieren. Ja. Niemand würde jetzt einen totalen Newbie sagen, hey, halt jetzt einmal morgen das Ding nochmal vor Lenkungsausschuss. Oder 500 Leuten im Bildungsfall. Ja, das passiert eigentlich nur in Ausnahmefällen. Und ja. Ich sehe es bei mir, am Anfang habe ich da irre viel Zeit investiert. Mhm. Inzwischen greifen da echt sehr, sehr viele Automatismen halt. Dass ich eigentlich tendenziell inzwischen bei einigen Sachen gar nicht mehr analog arbeite, sondern mir das einfach immer mal wieder im Kopf strukturiere und das dann einfach runterbreche in irgendwelche Präsentationen. Aber der Ablauf, der Prozess, den ich da durchlaufe, der ist eigentlich immer der gleiche. Das heißt, du sagst generell, genau, es lohnt sich erstmal sozusagen diese Technik selber einzuarbeiten, aber auch mit dem Ziel, dann nicht jedes Mal ein großes Werk wie Krieg und Frieden verfassen zu müssen, sondern relativ schnell in der Lage zu sein, einen nachvollziehbaren Vortrag, nachvollziehbare Argumente dazu noch zu haben. Sagen wir so, natürlich für eine wichtige Präsentation, ja, sagen wir, wenn man jetzt ein Projekt pitcht als Vendor oder sowas, ja, was ich ja, der im Consulting-Kontext unterwegs ist, ab und an mache, oder wenn man jetzt zum Beispiel vor einem Vorstand referiert oder irgendwie sowas, da investiert man natürlich Zeit. Ja, da lohnt sich das natürlich ganz stark. Oder vor einer besonders wichtigen, aber kritisch eingestellten Entwicklerinnengruppe oder Entwicklergruppe hat man natürlich auch manchmal. Ja. Ja. Wo man weiß, die sehen jetzt ein paar der Architekturentscheidungen oder der Stoßrichtung, sehen die kritisch. Da investiert sich es einmal vielleicht, sich auch am Papier mal ein bisschen die Zeit zu nehmen. Mhm. Bisschen was zu skizzieren, ein paar Ideen zu spielen. Da natürlich, aber wir haben ja häufig auch mal so, ich nenne das immer Haus- und Hof-Präsentationen, wo es halt immer schnell gehen muss. Da greifen dann einfach ein paar Automatismen. Ja. Okay, super. Ganz klar. Ja, gut, dann ja, vielen Dank und viel Erfolg bei dem Workshop und bin gespannt aufs Ergebnis. Wird sicher Spaß machen. Ja. Alles klar, danke.